Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Ihr habt jetzt längere Zeit nichts von mir gehört. Das letzte Update war in der oder über die 6. Schwangerschaftswoche. Ich bin mittlerweile schon in der 15. Woche und dies soll ein Video sein, wo ich jetzt die ganzen vergangenen Wochen nochmal zusammenfasse. Es gibt einige Wochen, wo ich halt nicht so viel zu erzählen hatte oder wo es mir sehr, sehr schlecht ging. Wie ihr ja wisst, habe ich Hyperemesis Gravidarum oder hatte es. Also werde ich euch gleich erstmal alles erzählen. Das letzte Update war ja 6. Schwangerschaftswoche. In der 7. Schwangerschaftswoche war es so, dass es mir wieder sehr, sehr schlecht ging. Also ich habe wirklich nur gelegen bis zur 9. Schwangerschaftswoche, also von der 7. bis zur 9. Schwangerschaftswoche. Ich habe nur gelegen und habe versucht, den Tag über mich zu bringen, so gut es geht. Ich habe viel geschlafen und habe auch meine Medikamente genommen, die natürlich müde machen, aber ohne diese wäre es manchmal gar nicht gegangen. Und dadurch konnte ich natürlich einen Krankenhausaufenthalt verhindern, so gut es geht, weil ich habe noch zwei kleine Kinder zu Hause. Meine Eltern unterstützen mich natürlich sehr viel, aber trotzdem ist es eine Verantwortung und trotzdem ist es Arbeit für mich. Ich habe noch einen Haushalt und ich habe auch noch einen Mann, der mich auch sehr, sehr gut unterstützt und wo ich auch sehr dankbar für bin. Aber wie dem auch sei, ist es halt nicht so, als wenn man keine Kinder im Haus hat. Und ja, deswegen war es halt ein bisschen schwierig für mich. Ich habe wirklich den ganzen Tag gelegen. Ich habe Medikamente genommen. Ich habe versucht zu essen und zu trinken, wobei es mir nicht immer gelungen ist. Und ich auch sehr viel erbrochen habe noch von der 7. bis zur 9. Woche. Ja, und war einfach nicht in der Lage, irgendetwas zu tun. Ich habe mich nicht vor die Tür getraut, weil es einfach so war, dass ich Angst hatte, dass ich mich draußen übergeben muss. Und wenn ich dann mal rausgegangen bin, dann war es so, dass ich immer eine Tüte mit dabei hatte. Falls ich mich doch übergeben muss, dass ich dann eine Tüte dabei habe. In der 9. Schwangerschaftswoche war ich dann beim Frauenarzt. Da hatte ich nämlich wieder meinen Termin. Dort wurde dann auch wieder ein Ultraschall gemacht. Ich habe dann dieses Bild bekommen, also das Baby war ja vorher wirklich nur ein winziger Punkt und ist doch schon ein gutes Stück gewachsen. Wenn man das sieht, ist man natürlich überglücklich und vergisst für einen ganz kleinen Augenblick die Übelkeit. Aber ja, das ist halt das Ultraschallbild. In der 9. Woche hat sie dann das Baby auch nochmal vermessen und dort hat sie festgestellt, dass ich eigentlich eine Woche weiter bin. Also wurde ich vom Geburtstermin her vordatiert. Vorher war der Geburtstermin der 18.07.2015 und ich wurde vordatiert auf den 11.07.2015, das heißt eine Woche weiter war das Kind entwickelt. Somit war ich dann nicht mehr in der 9., sondern in der 10. Schwangerschaftswoche. Ich habe somit eine Schwangerschaftswoche übersprungen quasi. Ja, in der 10. Schwangerschaftswoche habe ich einige Tage gehabt, wo ich dachte, mir geht es gut. Die Übelkeit hat mich dann auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt und ich hatte sehr oft sehr schlimme Rückschläge. Es gab auch ein paar Momente, wo ich dann ganz normal essen konnte und trinken konnte. Aber das war eher selten der Fall und ich habe einfach nur gehofft, dass die 12. Schwangerschaftswoche jetzt mal bald kommt, weil man ja sagt, dass es in der 12. Schwangerschaftswoche alles besser wird. Wenn ich Bonbons gelutscht habe, hatte ich das Gefühl, dass es für einen kurzen Augenblick besser wird, aber ja, sobald der Bonbon alle war, dann ging es auch schon wieder los. Was ich gut essen konnte, waren Süßigkeiten, was ja eigentlich nicht so die perfekte Ernährung ist. Aber wenn ich ein bisschen was Süßes gegessen habe, dann, ja, dann ging es einigermaßen. Ja, was ich auch sehr, sehr gut trinken konnte, war Cola. Ich habe es natürlich versucht in Grenzen zu halten, weil Cola ja Koffein enthält. Ich habe auch auf Kaffee komplett verzichtet, weil ich ihn auch nicht trinken konnte. Aber Cola war so das Getränk, was ich wirklich trinken konnte. Ich hatte eine totale Abneigung gegen Wasser und wenn ich ein paar Schlücke Cola genommen habe, auch dann ging es mir ein bisschen besser. Vielleicht liegt es auch an dem Zucker, weil Bonbons, Süßigkeiten und Cola, das war halt so das, was ich einigermaßen gut vertragen konnte. Ja, dann kam auch schon die 11. und dann die 12. Schwangerschaftswoche. In den Wochen ist jetzt nicht so viel passiert. Es waren Tage da, in denen ging es mir besser, dann wieder schlechter. Also es war immer so eine Talfahrt, so ein Auf und Ab der Gefühle und der Übelkeit. Und ja, die 12. Schwangerschaftswoche war dann vollendet und ich habe die Hoffnung gehabt, dass es jetzt besser wird.
Dem war leider nicht so. Also ich hatte ja bei meinem zweiten Kind, bei der Esila, die Hyperemesis Gravidarum bis zur 17. oder 18. Schwangerschaftswoche. Also habe ich gedacht, ja, es könnte wieder so lange dauern und habe mir eigentlich, ja, das hat mir so ein bisschen die Hoffnung genommen, dass es nach der 12. Woche aufhört. Was ich ab der 12. Woche auch gemerkt habe, ist, dass ich sehr, sehr schnell aus der Puste bin, wenn ich spreche. Also ich merke es auch jetzt, wenn ich erzähle, dass ich total Schwierigkeiten habe, tief Luft zu holen und dass ich total schnell aus der Puste bin. Das Problem mit den Brustschmerzen blieb mir eigentlich bislang ziemlich erspart. Ab der 12. Schwangerschaftswoche fingen dann wirklich an, meine Brüste unheimlich weh zu tun. Also total berührungsempfindlich, auch wenn meine Tochter oder mein Sohn da mal entgegengekommen sind beim Spielen oder sowas. Ich habe auch gemerkt, dass ich jetzt ein Körbchen größer habe. Ja, das hatte ich halt am Anfang der Schwangerschaft jetzt nicht, aber ab der 12. Woche habe ich es dann doch eindeutig gemerkt und ja, die sind halt sehr, sehr schmerzempfindlich und es tut ganz schön weh. Ab der 14. Schwangerschaftswoche habe ich das Baby zum ersten Mal gespürt. Also viele werden jetzt sagen, es ist ziemlich früh, aber ich bin mir sicher, dass ich das Baby gespürt habe, weil ab dem Tag an habe ich es wirklich jeden Tag gespürt und mein Mann konnte es sogar einmal von außen sehen. Ja, das ist ein unheimlich tolles Gefühl, das Baby zu spüren. Also man weiß wirklich, da wächst ein Lebewesen an dir, in dir heran und das macht alles nochmal so ein bisschen realistischer. In der 14. Woche war ich dann auch nochmal beim Frauenarzt. Sie hat wieder einen Ultraschall gemacht, der außerplanmäßig war, aber da ich sie kenne, macht sie bei mir fast jedes Mal einen Ultraschall. Und es gab auch ein vorsichtiges Outing. Was heißt vorsichtig? Sie ist sich eigentlich ziemlich sicher. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Glaube aber, dass jetzt beim nächsten Termin in der 18. Schwangerschaftswoche das nochmal bestätigt wird. Sie hat mir nämlich gesagt, dass wir einen kleinen Jungen erwarten. Und ja, hat eigentlich eindeutig gesehen, dass es ein Junge ist. Für viele mag es jetzt ein bisschen früh sein, aber ich versteife mich da jetzt auch nicht drauf und warte einfach den nächsten Termin ab. Und dann wird es wahrscheinlich sicher festzustellen sein. Beim nächsten Termin ist auch das Organscreening dran, also wieder ein Ultraschall, ein bisschen längerer. Und da freue ich mich schon unheimlich drauf. Und ja, wenn es ein kleiner Bub wird, freuen wir uns natürlich. Ich habe ja beides schon, von daher ist mir das egal, welches Geschlecht jetzt kommt. Hauptsache, mein Kind ist gesund. Ja, beim Ultraschall war dann auch alles gut. Sie hat die Nackenfalte gemessen, die war optimal. Das Gehirn, alle fünf Finger und Zehen sind dran. Es hat sich fleißig bewegt. Wir haben die Herztöne gehört. Sie hat mich auch gewogen. Ich bin ja mit 70 Kilo in die Schwangerschaft gestartet. Ich habe 2 Kilo zugenommen und bin jetzt bei 72. Was bestimmt auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ich Wasser schon einlagere. Normalerweise habe ich das bei den vorigen Schwangerschaften immer so zum Ende hin gehabt. Aber ich merke schon, dass meine Finger ziemlich dick werden und meine Füße und ich schon ein bisschen Wasser eingesammelt habe. Da muss ich ein bisschen aufpassen und muss mal gucken, mit meiner Frauenärztin Rücksprache abhalten, was wir da so machen können, weil das nämlich zum Ende der Schwangerschaft bei mir immer ein Riesenproblem wird und wodurch Milans Schwangerschaft auch beendet wurde, das heißt, sie wurde eingeleitet, weil ich halt starke Ödeme hatte und auch bei Isila hatte ich das Problem, dass sie eingeleitet werden musste, 3 Wochen vor Geburtstermin, weil es halt mit den Ödemen und meiner Leber nicht in Ordnung war. Und ich hoffe, dass mir das diese Geburt, Schwangerschaft erspart bleibt und ich einfach nur spontan entbinden kann. Es gab natürlich auch noch ein Ultraschallbild, das habe ich eben total vergessen. Und zwar ist das einmal dieses hier und das Baby ist ja mega gewachsen. Also wenn man mal den Unterschied sieht, zwischen diesen beiden Bildern liegen 5 Wochen und das ist echt unheimlich, wie das Kind gewachsen ist. Ja, ich freue mich schon auf meinen nächsten Termin, der ist Anfang, die erste Februarwoche oder so. Genau, dann wird halt das Organscreening nochmal gemacht. Aber ja, jetzt will ich auch nicht mehr lang schnacken. Wir sehen uns dann beim nächsten Update. Tschüss!